schon ganz gespannt. Auf eine Uhr, würde ich sagen. Es kribbelt richtig im Bauch. Bei ihm? Konzentriert. Na dann, kann er jetzt nichts mehr schieben, den stimmt's. Na, bei gefeuerten Lehrern weiß man nie, was kommt. Da hilft nur Disziplin. Guten Morgen! Guten Morgen, Frau Stokowa. Streber. Echt, ey. Nochmal alle. Guten Morgen! Guten Morgen, Frau Stokowa. Das nächste Mal erwarte ich direkt ein vernünftiges Guten Morgen. Sie haben sich genug zu Schulden kommen lassen. Keiner bekommt umsonst einen Schulverweis oder ein Disziplinarverfahren. Zu spät. Ja. Sie bleiben länger. Okay. Hab eh nichts vor. Willkommen zum Lehrerseminar. Kurz zu meinem Werdegang. Ich habe Maschinenbau studiert und 18 Jahre als Ingenieurin in der Automobilbranche gearbeitet. Seit 3 Jahren bin ich selbstständige Karriereberaterin für gescheiterte Führungskräfte. Alter, wir sind Lehrer. Sie sind keine Lehrer. Sie sind gefeuerte Lehrer, sonst säßen Sie nicht hier. Genau genommen bin ich nur vorübergehend vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Mein Disziplinarverfahren läuft noch. Meins auch. Aber was machen Sie denn hier? Ich bringe Ihnen Manieren bei. Wie würden Sie denn Ihre Erfahrungen in der Wirtschaft mit den spannenden Anforderungen an den Lehrberuf verbinden? Oh mein Gott. Keine Fragen mehr. Frau Petersen? Danke. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Petersen. Danke, Herr Hansemeller. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Schön. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Pauline Petersen. Ich bin die Geschäftsführerin. Ich weiß, Sie sitzen nicht ohne Grund hier. Sie alle sind leider von Ihrer Schule geflogen, weil Sie sich nicht ganz richtig verhalten haben. Oh, wow. Schüler gemobbt. Alkoholkonsum im Lehrerzimmer. Das lese ich besser nicht vor. Auto von Schülern putzen lassen. Das weiß die schon. Das regt mich so auf. In deiner Meinung. Als wäre sowas Besseres. Nervt mich jetzt schon. Okay. Wir werden noch reichlich Gelegenheit haben, uns näher kennenzulernen. Könnte ich gut drauf verzichten. Das ist echt so. Jetzt sagen Sie nicht, wir führen noch Einzelgespräche. Als wüssten Sie genau, was ich sagen wollte. Mit jedem Einzelnen von Ihnen werde ich regelmäßige Gespräche in meinem Büro führen. Sie sind doch keine Psychologin, oder? Was können Sie eigentlich? Hallo. Guten Morgen, Frau Marso. Kann ich mal irgendwer ruhig stellen? Ich bin Mia Maase und ich bin Juristin beim Kultusministerium. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie... Ja? Könnte ich kurz auf Toilette gehen? Nein. Dafür ist die Pause da. Also, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich alle zivilisiert verhalten und alle Regeln beachten. Bei Ihren Vorgeschichten muss man das schließlich dazu sagen. Ich werde hier alles genau beobachten.
Schön. Dann wollen wir mal. Gibt es noch Fragen? Ja, ja, bitte, nur zu. Fragen Sie. Kann ich vielleicht jetzt auf Toilette gehen? Nein. Wir fangen jetzt an. Mann, der Druck hat hier richtig Feuer. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen. Das ist ein Monster.